Ja, hallo zum zweiten Vortrag des Tages. Bin ja froh, dass doch noch einige gekommen sind. Ich habe ein bisschen mit Befürchtung gehabt, dass das Thema hier nicht so richtig die Zielgruppe findet, weil die meisten, die hier sind, sind zu alt, um selber mit sowas zu spielen und auch zu jung, um Kinder zu haben, die das dann machen. Aber ich bin eines Besseren belehrt, das freut mich. Vorneweg muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Der Vortrag ist nicht ganz so gut vorbereitet, wie ich es gerne hätte. Der Grund ist ein trauriger. Mein Neffe, einer der Gründe, warum ich überhaupt das Ganze hier mache, ist letzte Woche tragisch verunglückt. Und ich hatte nicht die, also dadurch nicht ganz die Zeit, den Vortrag komplett vorzubereiten. Es wird halt zwischendurch etwas improvisiert. Ihr könnt mir helfen, indem ihr Fragen stellt, wenn ihr meint, da habe ich gerade übersprungen oder was nicht gut gemacht. Ja, worum geht's? Es geht um den Tippteustift. Mal eine Frage in die Runde. Wer nennt einen Tippteustift seinen eigen? Das schließt jetzt einfach mal Kinder mit ein. Oder Neffen oder Nichten oder sonstige Angehörige. Okay, schon ein paar. Wer hat jetzt vor dem Vortrag noch nie davon gehört? Ah ja, okay. Dann mache ich mal eine Demo. Also, das ist der Stift. Der heißt nur Stift, das ist kein wirklicher Stift. Der hat vorne eine Kamera und wenn man den einschaltet und eins von den relativ teuren Produkten von Ravensburger zur Hand nimmt, dann kann man die hier aufmachen, gibt schöne Bilder, viel Text und wenn man irgendwo hinklickt, dann reagiert der Stift darauf und sagt irgendwas. Bitte berühre zuerst das Anschaltzeichen für dieses Produkt. Okay, wir sehen, ich muss also was Sinnvolles machen, was Besonderes machen. Wenn ich auf die erste Seite gehe, gibt es hier einen grünen Punkt, das lernen die Kinder recht schnell. Da müssen sie drauf gehen. Dann ist das... Willkommen im Buch Mein großer Weltatlas. Du bist jetzt angemeldet. Tippe auf das Globusmännchen. Es erklärt dir, wie dieses Buch funktioniert. Ja, das machen wir jetzt nicht, weil ich kann euch das erklären. Ja, jetzt habe ich hier das Buch, ich habe den Stift und ich kann im Grunde überall hinklicken oder hintippen, muss man ja sagen. Und dann passiert was. Es kommen Töne. Ich kann mir Sachen über die Weltkarte erklären gibt es lassen. Viel Spannendes zu erfahren. Tippe. Tut mir leid, ich bin gerade im Spiel. Was war die Frage? Das klingt ja super, der Sound, aber das in Wirklichkeit kommt aus dem Stift, oder? Also, ja. Nein. Also Kopfhörer machen den Ton besser und schonen die Nerven der Eltern. Die Lautsprecher von den Stiften gehen überraschend oft kaputt. Ich postuliere, dass die Versionen mit kaputten Lautsprecher auf eBay teurer sind. Die Eltern werden wissen, warum. Genau, also das ist das Produkt. Ist eigentlich eine sehr schöne Sache, also auch völlig unabhängig von jeder Geekiness. Es ist ein schönes Spielzeug. Meine Neffen und Nichten fahren darauf ab. Auch die Bücher sind, also sie sind nicht billig. Man zahlt hier so 20, ja, das ist die Starterbox, die noch billiger, so 20 bis 30 Euro für so ein Buch. Aber da ist auch tatsächlich viel drin. Also sind wenige Seiten, aber die Seiten haben nicht viel Inhalt und es gibt auch zu jedem Ding, also nicht nur als Kolumbus mit seinem Schiff auch mehrere Erklärungen Santa Maria oder Spiele. Die Ostküste Amerikas erreichte. Na? Genau, das ist der Tippteustift. Ja, wie funktioniert das ungefähr? Da ist so schematisch dargestellt. Also der, wenn ich so ein Produkt kaufe, lade ich dazu online auf der Webseite von Ravensburger die entsprechende, eine entsprechende Datei runter. Die packe ich auf den Stift per USB. Und was dann passiert ist, die Töne sind offensichtlich nicht auf dem Papier hier irgendwie gespeichert. Das ist euch sicherlich klar. Sondern die verschiedenen Bereiche hier, da sind Nummern hinterlegt, 16-Bit-Codes. Und wenn der Stift dann die Zahl hier liest, dann schaut er in der Datei nach, was soll ich denn da machen? Und in der Datei steht dann eben drin, spiele irgendeinen Ton ab und dann wird abgespielt. Und das ist nicht nur eine einfache Zuordnung von Punkt auf dem Blatt zu Ton, sondern da kann beliebige Logik drin stecken. Da ist ein ARM-Prozessor drauf, den programmieren wir noch nicht direkt, aber die Firmware sozusagen auf dem Stift interpretiert ein Programm für jedes von diesen Codes, wo sagt, was passieren soll. Ja.
So sehen die aus. Also, den kenne ich nicht. Genau, also diese Codes, fangen wir gerade mal weiter, wie das aussieht. Man sieht es kaum. Also wir können nachher beim Workshop packen, alles im Workshop, das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Man muss schon wissen, wie genau man hinschauen muss, um hier auf dieser Seite diese Codes zu sehen. Wenn man dann reinzoomt, sieht man, das sind einfach schwarze Punkte, die hier relativ regelmäßig über die Fläche gelegt werden. Sozusagen ein sehr feiner QR-Code für naiv gesagt. Wir schauen uns gleich noch genauer an. Der Code liegt auch überall da, wo nichts hinterlegt ist, damit es gleichmäßig aussieht. Sonst gäbe es einen grauen Schleier überall, wo was hinterlegt ist. Genau. Und wie funktioniert dieser Code jetzt? Ich habe, das Bild ist ein kleines Bild aus dem Internet geklaut. Wie gesagt, ich hatte das eilig. Aber man sieht, um was es geht. Es gibt, das ist jetzt mal ein Millimeter, was wir hier sehen. Und das sind 4x4 Punktmuster, was sich wiederholt. Also die oberste und die unterste Zeile ist die gleiche. Und jeweils ist es, also die oberste und die unterste Zeile, also auch die linke und die rechte Spalte, da ist keine Information kodiert, das ist zur Orientierung für den Stift, das gibt das Raster vor. Da sind die Punkte auch vollkommen regelmäßig, mit der Ausnahme von sozusagen eins, ich kann da nicht drauf zeigen, der hier, mit der Ausnahme von dem, der ist versetzt nach rechts, damit weiß der Stift, wie er orientiert ist. Also ich kann den Stift da auch falsch rum draufhalten und er erkennt es trotzdem. Die restlichen 9 Punkte kodieren die Information und man sieht ja, wie die relativ zu diesem angedeuteten Muster außenrum angeordnet sind. Die sind in die Diagonale verschoben. Jetzt habe ich 9 Punkte. Jeder hat 4 Diagonalen, in die es verschoben werden kann. Gibt 4 hoch 9, bisschen mehr als 16 Bit. Tatsächlich sind es nur 16 Bit, weil einer von diesen Punkten ist eine Prüfsumme, damit Fehler einfach erkannt werden. Also der obere linke, den kann man ignorieren. Und die restlichen kodieren die Informationen. Das hat irgendwer mal recht nett im Browser hier mal nachgebaut. Das sind jetzt diese inneren 3x3 Punkte. Und wenn ich jetzt hier mal irgendein Muster einstelle, ich kann ja mal versuchen, das Muster von diesem hier zu kodieren. Also nach unten links und dann die beiden in die Mitte. Also nach unten links und die beiden zueinander. Die alle nach oben rechts. Ich gehe von unten rechts nach oben links hoch. Das ist sozusagen vom niedrigwertigsten zum höchstwertigen Bit. Weil es werden einfach damit Bits kodiert. Das ist eine ganz relativ simple Kodierung. Die Prüfsumme muss ich nicht einstellen, weil die stimmt zufälligerweise. Und dann haben wir hier halt eine Binärzahl kodiert. Und ja, so funktioniert die Kodierung. Relativ straightforward. Wir können es uns auch anhören. Der Stift hat nämlich netterweise eine Debug-Funktion, eine Testfunktion. Da muss man ein bisschen Tastenkombinationen drücken, also anschalten und minus gleichzeitig. Und dann auf Plus. So, wer kann Chinesisch? Was hat er gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ich würde es gerne wissen. Okay, aber da kannst du sicher mir jetzt helfen, was jetzt kommt. Gehen wir mal auf die Delfine. 1, 2, 3, 4. Ja, welche? Also ich, wenn es nicht mehr genau. Wenn du okay, machen wir es gemeinsam. 1, 2, 3, 4. Also ich würde sagen. 1, 2, 3, 4. Ja. Okay. Also ich kann kein Chinesisch, aber die Tabelle hat mir geholfen. Damit konnte ich tatsächlich hören, was hier ankommt. Wenn man jetzt diese Tabelle und was der Stift sagt, vergleicht mit dem, was diese recht offensichtliche Logik einmal gibt, sieht man, die Zahlen passen nicht. Und da ist es tatsächlich so, dass der Stift aus irgendeinem Grund, den wir nicht kennen, nach einer Rechenvorschrift, die wir nicht kennen, von diesen, wir nennen sie rohen Codes, also mit mir meine ich die Leute, die es hier ein bisschen sich angeschaut haben, das ist nichts Offizielles, in die tatsächlichen Tiptoy-Codes umwandelt. Das heißt, da muss man sich so vorstellen, wir haben ja die, hier heißt es Bytecodes, entsprechend dem, was der Chip liest, dieser Sensor. Dann gibt es eine Tabelle, die das auf irgendeine, also das ist, geht tatsächlich so los, überträgt.
Und wir haben keine Ahnung, wie das funktioniert, warum diese Tabelle da ist, wie sie aufgebaut ist. Ich habe schon schlaue Leute gefragt, ob sie da irgendeine Systematik dahinter erkennen. Im Endeffekt haben wir keine gefunden. Die Lösung war, dass irgendwer aus einem Tool, was von der Firma, die diesen Stift, also nicht Ravensburger, sondern die chinesische Firma, die die Software herstellt, aus einem Tool eine Lookup-Tabelle extrahiert hat. Also anscheinend haben die tatsächlich eine Lookup-Tabelle drin. Vielleicht ist es Obfuscation, vielleicht hat es irgendeinen tieferen Sinn. Wissen wir nicht, aber diese Hürde haben wir nehmen können. Was hier noch angedeutet wird auf der letzten Spalte, auf diesem Bild, was ich aus dem Internet geklaut habe, gibt es noch eine Zweiteilung in Mediencodes und Objektcodes. Ihr erinnert euch, als ich das eingeschaltet habe, ich wurde gebeten, das mal rauszumachen, weil es wohl rauscht auf der Aufnahme, dann mache ich das mal. Als ich zuerst das Buch angedrückt habe, hat er gesagt, bitte lade zuerst die Audiodatei für dieses Produkt. Der Grund ist folgender. Ravensburger hat jetzt sicherlich, ich glaube, 170 Produkte im Angebot. Die haben alle 100 oder hunderte verschiedene Felder. Da kann man nicht global einzelne Codes vergeben. Das heißt, diese Medien-IDs von 0 bis ein paar hundert, die identifizieren, welches Produkt ich jetzt anschauen möchte. Dann erst lädt der Stift die entsprechende Datei, also die da, in seinen Speicher. Und ab dann schaut er in dieser Datei nach, wie es weitergeht. Und die eigentlichen Codes hinter den Objekten, die sind, können zwischen verschiedenen Produkten, also können auf verschiedenen Produkten vorkommen. Ja, so kann man halt mehr aus diesen 16 Bits machen. Ist auch nicht besonders spannend. Spannend für uns ist es, wenn wir eigene Sachen basteln wollen, will man nach Möglichkeit IDs nehmen, die nicht schon von Ravensburger benutzt werden, weil sonst kann ich entweder die eine oder die andere Datei auf dem Stift haben. Deswegen empfehlen wir Bastlern, dass sie irgendwie 900 nehmen oder so und dann selber hochzählen. Ravensburger beginnt bei 0 und geht dann hoch, deswegen hat man auch ein bisschen Zeit, bis da zu Konflikten kommt. Sprach-OIDs, wer die Box mal wirklich gekauft hat, wenn man die zum ersten Mal einschaltet, muss man so ein Feld berühren auf einem Zettel, wo drin liegt. Damit wird der Stift auf die entsprechende Sprache kodiert. Da hat Ravensburger von 999 abwärts die Zahlen vergeben. Also irgendwo dazwischen ist noch Platz frei für unsere eigenen Basteleien. Gut. Jetzt kommt der Teil, der wahrscheinlich am spannendsten ist, aber ich am schlechtesten vorbereitet habe. Das heißt, jetzt wird es sehr improvisiert. Nämlich, wie kommt man jetzt von dem hier zu einem Verständnis dessen? Oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wenn man jetzt als geekig veranlagter Mensch so einen Stift sieht, dann fragt man sich ja sofort, was kann ich damit machen, was nicht vorgesehen ist. Insbesondere kann ich da eigene Kreativität reinstecken. Und naja, es ist klar, diese Dateien enthalten die Logik und auch die Audiodateien dafür. Also will man diese Dateien verstehen, damit man sie verändern kann, damit man sie analysieren kann, dass man lustige Töne rausziehen kann für andere Sachen oder eben auch komplett eigene Sachen basteln will. Jetzt ist das Dateiformat binär, also hier sind die ersten paar Bytes. Okay, da ist ein bisschen Text drin, das ist aber offensichtlich nichts Spannendes. Und da steht erstmal wie Dogs vom Berg. Ich bin jetzt kein Experte für Reverse Engineering. Also wahrscheinlich sitzen hier ein paar drin, die haben schon krassere Sachen gemacht. Die werden sich vielleicht Haare raufen, wie wir da rangegangen sind. Das war mehr so ein gesunder Menschenverstand und was halt dabei rauskommt. Und Informationen aus dem Internet zusammensuchen und sich einen Reim draus machen. Der Ausgangspunkt für mich war, es gab irgendwo online in irgendeinem Forum einen Post von einem, der meinte, aha, in diesen Dateien sind Ogg-Vorbis-Dateien drin. Also Ogg-Vorbis, so wie MP3, ein recht populäres inzwischen Audioformat. Und die sind da drin. Jetzt ist es so, dass Ogg-Vorbis-Dateien, die haben eine gewisse Struktur. Schauen wir mal, ob ich die hier... Also so sehen die ersten paar... Ist das groß genug? Soll ich größer machen? Gut.
So sehen die ersten paar Bytes von einer Ogg-Datei aus. Und man sieht insbesondere, die beginnt mit OGGS. Und das ist kein Zufall. Das ist oft so bei Dateien. Die ersten vier Bytes sind immer für jedes Dateiformat das gleiche. Das heißt dann der Magic 4 Bytes oder Magic String, damit irgendwelche Werkzeuge Dateien als solche erkennen können. Und jetzt würde man ja hoffen, wenn ich jetzt eine GPN-Datei GME-Datei hernehme, zum Beispiel gerade hier, wenn ich Bauernhof, nehme Weltatlas, dann werde ich doch irgendwo diese Ogg-Dateien finden. Tut man nicht, findet man nicht. Wie man jetzt darauf gekommen ist, weiß ich nicht, das habe ich auch online gefunden, aber der Hinweis war, sie sind verschlüsselt, wobei, sagen wir in diesen Kreisen wird eher verschleiert, mit einem sehr einfachen Verfahren, und zwar XOR über alle Bytes, mit einem festen XOR-Wert. Das heißt, wenn man diesen XOR-Wert wüsste, und wir können vielleicht, kann man überlegen, wie ich es am besten mache. Dann müsste man es finden können. Nun hat ja so eine Datei sehr viele Audiodateien drin. Da sind hunderte von kleinen Samples drin. Das heißt, dieser OGGS Magic Header, da müsste sehr oft drin vorkommen. Wenn man jetzt einfach alle möglichen Bytes als Schlüssel durchprobiere, dann müsste ich sehen, dass diese 4-Byte-Folge besonders dann häufig vorkommt, wenn ich die richtige Zahl erwischt habe. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, was es gemacht. Ich hatte auch vor anderthalb Jahren schon mal so ein Programm geschrieben, was ich jetzt gerade nicht rausgesucht habe. Und hatte gehofft, wenn ich das hier ausführe, auf dem... Nimm mal Weltatlas. Dann wird es hier jetzt die Werte finden. Aber irgendwie habe ich es... Also ich habe das heute Morgen probiert und irgendwie klappt es nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Bug im Code ist oder ob ich das völlig falsch in Erinnerung habe. Vielleicht nehme ich mal eine kleinere Datei, die ist... Och, habe ich jetzt gemacht. Okay, das war schlecht vorbereitet. Die Datei ist wohl zu groß. Ja, das kommt davon, wenn man Code hinrotzt. Jetzt ist mein System... Okay, reagiert er nochmal? Ja, da ist er wieder. Nehmen wir was Kleineres. Aber irgendwie findet er. Also das sollte eigentlich angeben, wie oft jetzt den Wert findet. Er findet ihn jetzt gar nicht, das wundert mich. Ich muss irgendeinen dummen Fehler hier gemacht haben, den ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht sehe. Aber gut, man kann sich vorstellen, ich finde so den Wert. Ich kann mir mal konkret ausgeben lassen, vielleicht klappt es dann. Sag los. Ja, sehr hands-on. Okay, also nochmal zum Prinzip. Der Schlüssel ist eine von 256 Zahlen. Die kann man durchprobieren. Da der Schlüssel, der mir die meisten Ogg-Dateien gibt, wahrscheinlich wird es nur einer sein, der ist der richtige. Und genau, und dann kriege ich hier raus, XAD ist in dem Fall der richtige Wert. Warum das jetzt hier nicht klappt, egal. Wenn ich das jetzt habe, eigentlich würde ich es schon gerne mit dem Programm weiter probieren. Ist das für alle die gleiche? Ja, also jede GME-Datei hat einen fixen XOR-Wert. Verschiedene GME-Dateien, also verschiedene Produkte, haben verschiedene Werte. Sonst könnte man das einmal wissen und dann muss man sich gar nicht drum kümmern. Nee, man muss jedes Mal erneut reinschauen. Inzwischen sind wir auch weiter. Wir wissen ein bisschen mehr, das komme ich gleich, aber in dem Stand von etwa vor anderthalb Jahren würde man jetzt erstmal so rangehen, um diesen Code zu suchen. Genau, jetzt würde ich das... Hier doch nochmal. Ist es vielleicht dafür da, dass man verhindert, dass man, wenn man die gleiche Chip-Folge hat, auf den gleichen Punkt in der GME-Datei springt oder sowas,
Nee, das läuft ja über die Medien-ID. Ich glaube, der Grund, warum es überhaupt das machen, ist, dass man halt nicht auf ersten Blick sieht, dass da Audiodateien drin sind, dass es nicht so ganz trivial ist, diese vielleicht auch recht teuer zu erstellenden, auch diese netten, also Tiertöne oder so, sind ja auch spannend, wenn man sie hat, wenn man die dann extrahiert. Das wollen sie wahrscheinlich nicht so einfach machen. Es gibt auch immer gleiche Punkte in den Dateien. Also dieses Start und wie er ja. Und solche Sachen. Kriegt man das dann so? So, probieren wir noch einen Versuch. Ich nehme einfach mal konkret nach dem Such, was was wir hier wissen, dass der richtige Wert ist. Aber das ja, wird aufs Gleiche rauskommen. Wenn das halt nicht klappt, dann passt irgendwie mein ganzes weiteres Schema nicht. Weil jetzt wollten wir eigentlich, also, okay, ich kann da dort machen noch weiter. Gibt es halt keine Programmdemo, es halt irgendwas sieht mein Fehler, während ich rede. Okay, jetzt wissen wir also, es gibt diese Ogg-Dateien drin. Wir können mit einer einfachen statistischen Analyse, so heißt es, herausfinden, wie die verschlüsselt sind und können also schon anfangen, die Ogg-Dateien zu extrahieren. Die Länge wissen wir nicht, aber es ist recht naheliegend und auch von der Größe kann man abschätzen, aha, die liegen alle eins nach dem anderen, das heißt, da, wo das nächste aufhört, wo das nächste beginnt, davor hört das andere auf. Das ist recht offensichtlich. Mit der Vermutung findet man also auch die Längen der Dateien, kann sie rausholen, kann sie versuchen abzuspielen. Leider tun sie nicht. Dabei sehen sie gut aus. Also wenn es hier klappt mit dem XOR, dann kriegt man auch einen vernünftigen Ogg-Vorbis-Header. Also es sieht dann tatsächlich so aus, wie ich es hier halt angezeigt habe. So sieht es dann auch aus, die Dateien, die man da rauszieht. Und dann haben wir eine Weile gerätselt. Und irgendwann ist aufgefallen, dass da, wo Nullen in der Datei stehen müsste, also gerade so binäre Nullen gibt es ja auch in der Header-Datei öfter mal, kann man in der Spezifikation nachschauen, was das so Felder sind und was da stehen müsste. Die sind auch Nullen. Ist aber komisch, weil wenn ich eine 0xOR mit, in dem Fall 0xAD, dann müsste da ja nachher 0xAD stehen im Verschlüsselten. Also blieben anscheinend Nullen irgendwie Nullen. Und dann kann man ein bisschen rumüberlegen. Nachhinein ist klar, naja gut, wenn die Null eine Null bleibt, dann muss auch 0xAD bleiben. Sonst kann ich es nicht verschlüsseln und wieder entschlüsseln und krieg's gleich raus. Das heißt, die Verschlüsselung, die Verschleierung ist ein byteweises XOR mit einem unbekannten Wert, mit der Ausnahme von der 0 und dem Wert selbst, die bleiben sich selbst. Und damit tat's dann. Damit haben wir tatsächlich die Audiodateien da rausziehen können. Und ja, das ist schon mal ganz nett. Da könnte ich jetzt so Sachen machen wie nochmal Weltatlas hier. Kann ich die alle rausschauen und ja. Jetzt habe ich hier keinen Ton an. Naja. Genau, das war der erste Schritt. Im Grunde ist man es auch schon so weit, um Audiodateien in der Datei auszutauschen. Solange ich die Länge nicht ändere, also zum Beispiel nur kürzere Dateien reinbaue, kann ich jetzt schon hier irgendwie lustige Sachen machen und dann kräht der Hahn plötzlich wie eine Kuh. Ja, halt eine Kuh kräht nicht. Mut der Hahn plötzlich wie eine Kuh, muss man sagen. Oder anderes. Das klappt überraschenderweise. Überraschenderweise deswegen, weil die Datei hat eine Checksumme, diese GME-Datei, die man drauflädt. Und offensichtlich, wenn ich jetzt Code ändere, dann ändert sich die Checksumme. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, wie die Checksumme funktioniert. Das Schöne ist, der Stift prüft sie nicht. Also ein Problem weniger.
selbst wenn er sie prüfen würde, könnte man wahrscheinlich problemlos Audiodateien vertauschen, weil die Checksumme ist einfach die Summe über alle Bytes als 32-Bit-Zahl. Also, ja, so viel zu, naja, egal. Wir wollen nicht lästern. Ist ja was Schönes bei rausgekommen. Okay, jetzt hat man also die Audiodateien, Startposition, Länge. Das habe auch nicht ich gemacht, deswegen kann ich nicht behaupten, dass es der Gedankengang der folgende war. Aber es ist ja naheliegend, dass die Position der Audiodatei irgendwo referenziert wird. Also sucht man nach dem Offset von dieser Audiodatei. Da jetzt das Programm ja nicht tut, kann ich das leider nicht vormachen, aber ja. Danke. Ja, wunderbar. Darauf habe ich gehofft, dass irgendwer in dieser Gruppe das hier findet. Ja, Typsicherheit findet leider nicht alle Fehler. Okay, 117 Audiodateien sind da drin. Das sollte, passt das? Achso, im Taschenrechner. Ja, im Taschenrechner passt das. Gut, dann mache ich nochmal den Code, der das sucht, damit man das sieht, wie das funktionieren würde. Also wenn man jetzt hier diesen Code knacken möchte, lassen wir das Programm laufen. Ach ja, ich erinnere mich, das Programm war zu groß. Ist es auch mit Tails zu groß? Eigentlich sollte das funktionieren. Ich traue mich einfach mal. Warum eigentlich auch nicht? Ich mach doch hier keine komischen Sachen. Nee. Irgendwas ist da noch gerade. Irgendwas mache ich da komisch. Machen wir es halt mit dem Taschenrechner, der ist kleiner. Das fertige Programm ist alles ein bisschen robuster als die Sachen, die ich hier in 5 Minuten hinschreibe. Und man sieht, diese 4-Byte-Folge gibt es genau einmal überhaupt nur. Also mit diesem Wert hier, 173, was 0xAD sein sollte. Das heißt, so kriege ich den Code raus. Jetzt kann man tatsächlich weiter programmieren. Also, jetzt weiß ich, der XOR-Wert ist 137 und ich kann die Position aller meiner Dateien finden, indem ich jetzt muss ich überlegen, ich versuche alle Positionen in der Datei. Mache ich am besten mit zip 0 bis bstails. Das ist jetzt Index und der Datei, der da steht. Und jetzt schaue ich, ob da mein Magic String zu finden ist. Und wenn das so der Fall ist, dann merke ich mir die Position. Mal schauen, ob das Sinn macht. Das hier brauche ich auch noch. Hier oben. Tails of File. Okay, da haben wir jetzt Positionen von der Datei. Und wenn ich jetzt in die Datei reinschaue, und dann suche ich mal diese, naja, das jetzt sollte ich mal als binär machen, 04x ist eine Hexzahl. Ich sollte ihm sagen, dass das hier Word 32 sind. Dann kriege ich hier die Position und jetzt suche ich, nehme ich mal die erste raus und suche in dem Hexdump vom Taschenrechner nach diesem Wert. Den werde ich nicht finden, weil andersrum Endian ist, also ob die kleinen Ziffern vorne oder hinten stehen. Also muss ich nach 640D suchen
Und wenn das auch nicht findet, dann ist es vielleicht an der Bytegrenze. Wenn das auch nicht findet, dann... Die letzte Stelle wird noch gar nicht angezeigt. Ja, ich suche nicht nach, also ich wollte nicht die Position suchen, wo das steht, sondern wo die Position steht. Genau, irgendwo müsste eine Tabelle gehen, wo alle Positionen von Octdateien drinstehen. Gut, bescheißt. Nee, das ist absolut. Also die werden tatsächlich immer vom Start angezeigt. Die Tabelle ist selbstreferenziert. Ich mache mal einen Schritt voraus. Hier, also in Position 2.0.0. So, und eigentlich müsste das jetzt die erste Position. Nee, das hier sollte jetzt die erste Position sein. 0C47, sieht ein bisschen anders aus. Ja, ich glaube, ich bleib mal lieber in abstrakten Welten und erkläre, wie es sein sollte, statt euch hier zu zeigen, wie es dann doch nicht ist, weil ich irgendwas gerade übersehe. Also, wir haben die Position der Dateien, wir haben die Länge und wir suchen die Positionen der Audiodateien in dieser Datei und finden, aha, die sind alle an einem Stück. Dazwischen ist eine weitere Zahl, da kommt man sehr schnell drauf, das ist die Länge der jeweiligen Dateien. Das heißt, ich habe eine Tabelle, wo einfach immer Position von Audiodatei 0, Länge von Audiodatei 0, Position von Audiodatei 1, Länge von Audiodatei 1 und so weiter steht. Wenn man jetzt ein bisschen nach vorne schaut, sieht man noch ein Byte oder 16-Bit, weiß ich gerade nicht, wo steht, wie viele Einträge die Tabelle hat. Und da hat man dann ein sehr naheliegendes binäres Format gefunden. Wenn ich eine Menge von Sachen speichern will, dann speichere ich wie viele und wo sie jeweils sind. Und diese Tabelle selbst hat nämlich auch einen Anfang. Und den selbst, den kann ich auch wieder suchen. Also wo wird denn auf diese Tabelle verwiesen? Weil die ist vielleicht nicht immer an der gleichen Stelle. Und siehe da, deren Adresse findet man ganz am Anfang in der Datei. Ach, ich suche gerade in der Log-Datei nach den Sachen. Da kann ich ja lange suchen. Ich muss noch nicht im Taschenrechner suchen. Ach je. Also, nochmal. Wir wollen 0D46 suchen. Also, das klappt nicht. Also machen wir 4600D mit kleinem d. Ah, schon besser. Die nächste Zahl, die da kommt, ist die Länge. Und dann schauen wir hier 2710 als Hexzahl. Wenn wir das vergleichen mit der Ausgabe hier oben, steht die hier. Okay, die Reihenfolge ist wohl anders, aber ja, wir finden diese Korrelation. Also das ist, was unser Programm gefunden hat. An diesen Stellen sind Audiodateien zu finden. Und hier finden wir die entsprechende Tabelle. Und die Tabelle selbst ist an der Position C34. Das sollte C34. Da oben. Ich hoffe, ein paar kommt noch folgen. Hast du den Schlüssel? XORed wird nur der Inhalt der Audiodateien. Der Rest der Datei ist normal. Das heißt, musste ich jetzt dafür nicht machen. Aber ja, richtige, valide Frage. Okay, also haben wir die Audiodateien gefunden und vor allem haben wir jetzt eine Ahnung von dem generellen Format von diesem Datei. Und als nächstes hat man jetzt angefangen zu suchen, ja, wo werden denn diese Codes, die uns die chinesische Dame freundlicherweise vorliest, gespeichert? Findet man die irgendwo? Und da war es, oder die konnte man nicht direkt finden, die Codes, zumindest nicht einzeln, also es gibt keine Tabelle, wo der Code steht und dann irgendwie was dazugehört. Aber was man findet, ist eine Tabelle, die gleich am Anfang referenziert wird, glaube ich. Ja. Nämlich die hier an Stelle 2.0.0. Und die hat zumindest mal von der Länge dazu gepasst, dass es irgendwas mit diesen Codes zu tun haben sollte. Und da war dann die Lösung des Rätsels, dass in dem Header steht jetzt nicht also steht der Codebereich der Datei. Also von da bis da sind die Codes und die sind einfach alle da in der Tabelle. Das heißt, der nullte Eintrag in der Tabelle entspricht dem ersten Code im Buch und da steht in der Header-Datei, welcher da ist. Kann man, glaube ich, auch mal mit meinem Tool ein bisschen sich anschauen. Genau, da steht jetzt hier zum Beispiel die Codes 4716 bis 4743
sind in der Datei hinterlegt. Und dazu findet man eine Tabelle. Jetzt hatten wir also, mit ein bisschen drüber nachdenken, es geht ein bisschen schneller als jetzt, ein bisschen langsamer, gefunden, wo in der Datei steht, was der Stift macht, wenn man irgendwo drauf geht. Das können wir uns mal auch anschauen lassen. Raw Scripts. Genau, das ist also der Stand da. Wir haben hier, wir wissen, welcher Teil des Programms definiert, was passiert. Wir haben noch keine Ahnung, was da genau funktioniert, was da genau passiert. Wir können es ja auch mal, damit es ein bisschen abwechslungsreicher wird, mal anschauen. Nochmal mit dem Buch hier. Dazu würde ich sagen, wir schauen uns nochmal die Delfine an. Weiß jemand noch die Nummer, die das war? 1, 2, 3, 3, 9? Oder 2, 9? Wir können es nochmal kurz testen. 测试模式, 开始测试程序, 程序测试正常. Na? Eins. Ab. Okay, dann machen wir es direkt. Eins, zwei, drei, zwei, drei, neun. Zwei, neun. Kaiser测试笔头. 笔头测试正常. 1, 2, 3, 2, 9. 1, 2, 3, 2, 9. Gut. 2, 3, 2, 9. Jetzt können wir uns das hier ausgeben lassen. Andersrum. Ich hätte vielleicht nichts Besseres nehmen sollen, das ist recht. Och, hier ist es ein großes. Okay, man sieht schon ein bisschen eine Tabellenstruktur, die ich hier vorwegnehme. Das heißt, es gibt also mehrere Zeilen in diesem Programm. Da steht man da davor. Und irgendwann entdeckt man halt Ähnlichkeiten zwischen Programmen, die ähnliche Sachen machen. Man sucht sich irgendwelche Felder, wo zum Beispiel immer nur eine Datei abgespielt wird. Eine Datei, nichts fancy. Und nach kann man das Format entschlüsseln. Ja, ich glaube, ich kriege jetzt hier keinen besonders didaktischen Faden hin, wie das funktioniert. Ich kann euch nur noch erzählen, dass es halt zwischendurch sehr abstruse Formen annimmt, welche Hypothesen man da aufstellt. Weil man weiß zwar, es sollte irgendwas einigermaßen einheitliches, elegantes und schönes rauskommen, weil warum auch irgendwie kompliziert, wenn es einfach geht. Aber man sieht es nicht gleich. Und dann gab es so komische Regeln, also wenn der Befehl ein Play-Befehl ist, aber danach keiner kommt, dann kommt danach noch 0 Byte, sonst gibt es dann kein 0 Byte und der nächste Befehl ist ein Byte länger. Und so komische Sachen. Und es passt dann irgendwie auch vorübergehend mit, soweit man halt die Sachen analysiert hat. Irgendwann findet man dann Beispiele, wo das nicht passt und dann landet man mehr. Ich hätte jetzt rausholen sollen, was besonders einfach ist. Aber da sind wahrscheinlich auch wenig wirklich einfache Sachen dabei, weil da ist wirklich viel Interaktion drin in diesen Büchern. Aber so kann man sich das vorstellen. Also man hat dann eine Wiki-Seite, die Leute, die da mitgemacht haben, schreibt seine Hypothesen rein und nach findet man dann mehr drüber raus. Am Ende sieht es dann so aus. Das ist sozusagen jetzt unser Verständnis davon. Und da ist jetzt die Struktur, also als mit unserer eigenen Syntax dafür mal dargestellt. Ich kann es mal nach oben schieben. Und zwar haben wir auf dieser Maschine, die dieser Interpreter ausführt, Variablen, oder man kann sagen Register, weil sie haben keine Namen, das ist alles nur Zahlen, 16-Bit-Zahlen, die hier mit $0 und $97 und so weiter dargestellt werden. Die werden abgefragt mit diesem Gleich-Gleich-Befehl. Das heißt, wenn in der Variable 0 der Befehl 1, der Wert 1 drin steht, dann macht man diese Zeile weiter. Wenn außerdem in der Variable 97 eine 0 drin steht, dann mach aus der 0 eine 1 und spiele entweder diese oder jene Datei ab.
Wenn dann 0 drin steht, nee, wenn 1 drin steht, setze wieder auf 0 und spiele diese Datei ab. Modus 2 und 3, das merkt man recht schnell, das sind die verschiedenen Vorlese-, Erklär-, Spielmodi hier unten, für die TipToy kennen, machen die andere Sachen. Und damit es mir auch glaubt, wollen wir es noch mal hier nachprüfen. Ich habe doch die gerade eh extrahiert. Das heißt, 1, 4, 8. Ja, doch, 1, 4, 8. Ist irgendwie ein bisschen Meeresrauschen. 3, 1, 3. Da lacht jemand. Und Delfine sind in vielen Meeren der Erde zu Hause. Sie sind Meeressäuger und mit den Walen verwandt. Das war gerade Ausschalter, oder? Bitte berühre zuerst das Anschaltzeichen für dieses Produkt. Bitte. Das Programm dazu. Hier unten. Delfine sind in vielen Meeren der Erde zu Hause. Sie sind Meer. Man sieht, es wechselt immer zwischen der Erklärung und. Delfine sind in vielen Meeren der. Geräuschen, die werden zufällig abgespielt. Das Klingeln war jetzt nicht hier drauf, also. Okay. Ja. Wenn man dann soweit ist, dann kann man jetzt echt schon lustige Sachen machen. Man kann nämlich an komplett eigene Texte und Audiodateien für die Ravensburger Sachen hier basteln. Ich habe zum Beispiel genau diese Seite für meine Neffen mal neu gestaltet und zu jedem Land irgendwas erzählt, wo die Familie mal Urlaub gemacht hat oder so und irgendwelche persönlichen Geschichten. Das ist denen geschenkt, das fanden sie toll. Genau. Ja, und eigentlich ist es, was das Reverse Engineering angeht, dann auch alles. Also wir haben das Format, die wichtigsten Komponenten, die man braucht, um Sachen zu machen. Wir haben insbesondere dieses Befehlsformat, also der Schritt von dem hier oben zu dem hier, der ist doch im Endeffekt relativ systematisch. Das heißt, man sieht auch gleich, wo ein Befehl ist, den man noch nicht kennt und kann den dann gezielt versuchen zu verstehen. Und irgendwann Anfang dieses Jahres war dann auch sozusagen der restliche Durchbruch. Wir haben Sprungbefehle und arithmetische Befehle gefunden. Und wenn ein Informatiker Sprünge hat und Bedingungen, dann ist er zufrieden. Dann kann er alles Mögliche machen. Zum Beispiel habe ich dann dieses nette Ding gebastelt. Mal schauen, ob es klappt. Habe ich das ausgemacht? Ja. Also beim Anschalten kommt nichts. Dies ist der akustische Taschenrechner. Ah, doch, es kommt was. Und 1 plus 5 gleich 6 minus 9 gleich 5 und 60.000. 5, 100, 7 und 20. Also offensichtlich 16-Bit-Zahlen. Ja, und das, also, das ist ein Taschenrechner, der tut. Ja, vielen Dank. Auch dieses Zerlegen von Zahlen in die Ziffern fürs Vorlesen Deutsch und so kann man auch programmieren. Ist natürlich alles etwas haariger als jetzt in Haskell, wo es eigentlich alles gleich klappt, außer man verwechselt Inits und Tails. Aber es geht. Also ich kann mal zeigen, wie dann der Code hier aussieht. Wo bin ich jetzt? Ich bin hier, dann Taschenrechner. Genau, also das ist jetzt den Code, den ich da geschrieben habe. Der ist relativ repetitiv. Hier werden die verschiedenen Ziffern benutzt, um die Eingabe zusammenzusetzen und auch dann die Zahl hier auszusprechen. Und ja, so kann man hier Code schreiben. Da kann man auch deutlich anspruchsvollere Sachen schreiben. Ich glaube, ich
schon mal kurz meine Stimme und zeige ein Video. Das machen Lehrer auch immer gerne. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich es finde. Gibt es eigentlich ein Video zu? Ja, müsste reingehen. Müssen wir auch nicht ganz anschauen, aber das finde ich schon sehr cool. Quasi analog, wenn man so will. Als Beispiel, ich habe jetzt fast das erste Kapitel mal komplett fertig gemacht, um zu zeigen, wie es funktioniert. Das ist jetzt hier Montag. Das ist das Navigationsmenü, wie man es kennt. Moment. Ausgabe. Sonst was anschauen, sprechen, spucken, beißen, wie auch immer. Das braucht man dann für die Spielstände zu laden und zu speichern, weil mir die Speichermechanik selber, die es im Tiptoy zwar gibt, aber leider nicht zur Verfügung steht. Deswegen muss man da ein bisschen improvisieren. Das ganze Intro ist auch mit dabei, mit wechselnden Bildern. Man wird dann immer aufgefordert, das Bild zu wechseln, wenn die Story also entsprechend weitergeht. Ich überspringe das Ganze, weil sonst dauert das etwas zu lange. Ja, legen wir einfach mal los. Willkommen bei The Curse of Monkey Island. Wenn du gleich loslegen willst, nimm das erste Bild und drück dort auf die Play-Taste. Wenn du wissen willst, wie das Spiel funktioniert, drücke auf das Fragezeichen. Und wenn du einen Spielstand laden willst, hierzu brauchst du einen Code, tippe auf das Logbuch des Captains, Guybrush Threepwood. Seit Tagen verirrt auf hoher See. Ich habe weder Mannschaft noch Navigation. Ohne es zu merken, hatte sich Guybrush inmitten eines umkämpften Hafens manövriert. Wechsle jetzt zum Bild Nummer 3 und drücke dort auf die Play-Taste. So, hier wollte ich mal kurz zeigen, wie es sich also anhört, wenn man wechselt. So, jetzt machen wir das Ganze aber nochmal ein bisschen schneller durch. Guybrush? Guybrush Threepwood. Speedrun. Ich muss hier raus und Elaine helfen. Wenn ich nur durch diese Tür kommen könnte, dann könnte ich leicht die bewaffneten Wachen oben überwältigen. Über Bord springen und ans Ufer schwimmen. Hör auf zu murmeln, Gefangener! Guybrush findet sich eingeschlossen. Schön Haken nehmen. Und tippe auf den Gegenstand 4, Plastikhaken. Ja, da war er. Du hast den Plastikhaken eingesteckt. Also das wollte ich halt zeigen, wie dieser der Carsten, der das gemacht hat, das Problem gelöst hat, wie man Inventar macht. Es gibt einfach alle Inventarblättchen falsch rum vor einem liegen und man hat gesagt, welches man umdrehen darf und dann hat man es. Und wenn man anderes nicht benutzt, was man eben nicht hat, dann meckert der Stift natürlich. Also man lässt sich nicht bescheißen. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat mit dieser doch recht mäßigen Programmierumgebung, die wir da erstellt haben. Aber es ist schon sehr cool. Genau, dann das so ein bisschen zum, was, also das ist so das maximal Tollste, was ich damit gesehen habe bisher. Wobei es muss auch nicht so was Spielmäßiges sein. Also ich habe das auch benutzt, um zum einen an Weihnachten alle Geschenke mit kleinen Aufklebern zu versehen. Und dann hat der Stift gesagt, das Geschenk ist für Oma, das Geschenk ist für Julius. Und dann durften die Kinder das entsprechend abhören und dann den Leuten geben. War ein Heidenspaß. Und zuletzt bei einer Hochzeit mit einem Plakat mit Rätseln drauf zu der Person, haben wir Hinweise und Lösungen auf diese Weise versteckt auf dem Plakat. Dann waren dann so Fragezeichen und Ausrufezeichen, dann kommt man draufdrücken. Das hat nicht so gut geklappt, einfach wegen der Akustik. Also der Lautsprecher ist nicht gut und recht leise. Und Hochzeiten sind komischerweise laut. War trotzdem lustig zu machen und hinterher dann auch mal zum Erklären. Es gab auch schon Schnitzeljagden draußen mit diesem Stift. Irgendwer wollte es für Geocaching benutzen. Also da kann man viel machen. Jetzt gehe ich mal wieder zu meinem Vortrag zurück, damit ich noch weiß, was ich erzählen wollte. Ich habe keinen Adblocker. Ich bin so selten auf Seiten mit Ads, dass das auch unerträglich ist. Ich habe einen Pop-Up-Blocker. Das ist schon mal hilfreich. Genau, also hier habe ich euch gerade beides gezeigt. Das kann man machen. Was noch nicht so richtig geht, es gibt in diesen Spielen, in diesen Produkten auch Spiele. Das sind meistens so einfache Spiele. Finde alle Mäuse auf der Seite und dann muss man alle Mäuse anklicken und dann sagt der Stift, juhu, es hast alle gefunden. Oder wenn du eine Kuh anklickst, sagt er, das ist keine Maus, versuch's nochmal. Diese Spiellogik, das ist sozusagen so irgendwie generisch vorbereitet in der Firmware und man muss in dieser GME-Datei nur sagen, diese und jene Datei
dieser und dieser Code sind Mäuse, also das, was du suchen musst, sage Folgendes, wenn was Falsches gefunden wird, sage Folgendes, wenn du richtig bist und so. So ein Schema. Also relativ kompliziert, haben wir noch nicht vollständig entschlüsselt, ist auch gar nicht so wichtig, weil man ja mit dieser Programmiermöglichkeit, mit Sprüngen und Bedingungen, das eh selber machen kann. Der Nachteil ist allerdings, ich kann, wenn ich jetzt so eine vorhandene Ravensburger Datei nehme, mit meinem Tool zerlege, Sachen ändere und wieder zurück konvertiere, das geht prinzipiell. Und das meiste funktioniert dann auch, also die normalen Spielmodi, also vorlesen, erklären und so weiter, nur eben die Spiele gehen verloren. Das ist ein bisschen schade. Ravensburger selbst benutzt es auch gar nicht mehr so arg viel. Ich wurde von Ravensburger irgendwann mal angeschrieben und zu einem Gespräch gebeten. War dann freundlicher, als es klingt. Sie haben mich auf die Spielemesse nach Nürnberg eingeladen. Wir haben ein bisschen uns nett unterhalten. Offiziell ignoriert Ravensburger das weiterhin. Das heißt, uns werden keine Steine in den Weg gelegt. Uns wird nicht geholfen. Ich soll halt immer dazu sagen, Leute, wenn ihr damit irgendwas macht und verkauft, kriegt ihr Ärger mit Ravensburger. Wenn ihr irgendwas macht und es rufschädigend ist für Ravensburger, also den Nazi-Porno mit Tiptoe-Unterstützung, dann hat Ravensburger da auch was dagegen. Jetzt habe ich auch noch auf Ideen gebracht. Ansonsten, solange wir schöne Sachen machen, wie wir es ja bisher machen, ist da von Ravensburgers Seite her auch soweit okay. Und da haben sie mir erzählt, dass diese vorgefertigten Spielmodi sind relativ einschränkend. Was sie inzwischen machen bei neuen Produkten ist, sie programmieren die Spiele komplett in Assembler, also nicht in Assembler, sondern mit einer normalen Programmiersprache und kompilieren es nach Assembler. Und in diese GME-Dateien kann man auch Assembler-Code einbetten. Das könnte ich auch mal Quint noch zeigen. Jetzt muss ich überlegen, welche Datei sowas am ehesten drin ist. Nehmen wir mal den Leserabe. Ah ja, genau. Dann kriegt man hier so Dateien raus und wenn man die hier anschaut, dann sieht man, dass es App-Demo, okay, und am Ende sieht man irgendwie, das sind so typische Strings, die hier auftauchen, also hier C++ Library Exception, also ist irgendwie eine normale Programmiersprache, die die da nehmen. Und dazwischen ist Assembly. Wer ARM-Assembler kann, kann uns sicherlich noch sehr helfen. Wir müssen, also, es ist ARM-Assembly, man findet den. Die Frage ist halt, wie ist der Einsprungspunkt, wie ist das Interface zum System, also wie kann ich Sachen abfragen, wie kann ich Töne abspielen und so weiter. Sicherlich ein nettes Projekt, was ich machen könnte. Und wenn wir das auch noch gelöst hätten und dann beliebige Programme darauf laufen lassen kann, wäre schon irgendwie cool. Genau. Wer jetzt mehr damit machen will, auf TTT-Tool, also Tiptoe-Tool, entropia.de gibt es die benutzerfreundliche Einstiegsseite für in Deutsch. Die sieht, die haben wir gerade eben schon gesehen, sieht so aus. Also schön ist es nicht, wer das schöner will, kann auch noch machen. Beispiele, Installation, wichtigsten Befehle, eigene Dateien erstellen. Genau, es gibt ein paar Convenience-Sachen, also das Tool kann Text-to-Speech. Wenn ich also meine Sache entwickle, muss ich nicht erst alle Töne aufnehmen, um es zu testen, sondern ich sage einfach in meiner Datei, statt Hallo, mach doch einfach mal ein synthetisches Hallo rein und ich kann sofort eine GME-Datei rausholen und loslegen mit meiner Experimentiererei. Richtig. Das Tool kann einem auch, da haben wir gar nicht drüber geredet, kann einem auch die entsprechenden Codes rausschreiben als PNG-Dateien. Der Stift schaltet sich in einer Minute automatisch ab. Auch ein Ton, den viele Eltern inzwischen sehr gut kennen. Also man schreibt dieses Programm, führt diesen Befehl hier aus, TT2OED-Code, und kriegt dann für jeden Bereich eine PNG-Datei, die man dann mit GIMP entsprechend auf sein Bild drauflegt und ausdruckt. Ausdrucken geht auf haushaltsüblichen Laserdruckern mit etwas Glück. Also man braucht 600 oder 1200 dpi, damit es funktioniert. Ein guter oder mittelmäßiger bis guter Drucker kann das. Manchmal muss man ein bisschen rumexperimentieren mit welchem Drucker. Manchmal braucht man vielleicht einen anderen Drucker. Es hilft vielleicht, wenn man das eigentliche Bild mit einem Tintenstrahldrucker ausdruckt und dann mit einem Laserdrucker mit Schwarz-Weiß die Punkte drüber. Wir haben nachher beim Workshop einen Drucker hier, den ich getestet habe. Allerdings nur schwarz-weiß. Wir können also gleich loslegen mit eigenen Bastleien in schwarz-weiß. Richtig, das ist diese Seite. Wer tiefer in das Format einsteigen will, es gibt auf, das ist ein bisschen arg klein hier, unter dieser Adresse, also übliches GitHub-Repo, ist auch alles verlinkt,
ist so der Quellcode und insbesondere diese Datei gmeformat.md, wo beschrieben wird, was wir alles wissen. Falls man nicht Haskell programmieren möchte und sein eigenes Programm schreiben will. Oder einfach so, weil man es interessiert. Das gibt's das. Es gibt eine Mailingliste. Wer also anfängt zu basteln, soll bitte komische Fragen nicht mir persönlich schicken, sondern lieber der Mailingliste, weil dann muss ich es nur einmal beantworten. Andere können es im Archiv lesen und andere haben von manchen Sachen mehr Ahnung als ich. Ist auch verlinkt von hier irgendwo. Findet ihr alles. Sonst noch was ich euch auf den Weg geben muss, damit es nicht zu frustrierend wird. Ja, Bildbearbeitung. Einen Moment noch. Bildbearbeitung. Erste Regel ist, diese Codes nicht skalieren. Das heißt, legt euch gleich euer A5 oder A4 oder was auch immer ihr habt an mit 1200 mal 1200 dpi. Schließt vielleicht den Browser, wenn ihr einen schwachen Rechner habt, damit ihr Platz habt auf dem Speicher. Und dann könnt ihr euer Motiv importieren und skalieren und dann die Codes importieren und die eben nicht mehr skalieren, sondern nur noch zuschneiden, verschieben. Sonst geht es nicht mehr. Da nimmst du einfach Code 0, glaube ich. Also es gibt so einen Code, der nichts macht. Ich weiß gar nicht auswendig welcher, weil ich habe so schön wollte ich es noch gar nicht machen bisher. Sollte man vielleicht mal irgendwo noch vermerken, welcher das genau ist. Ah ja. Gut, den kann mein Programm nicht generieren, aber könnte man noch irgendwann machen. So, jetzt war oben warte gerade eine Frage. Also auf dieser Seite TT-Tool sind gleich mal ein paar Links zu verschiedenen Projekten. Das sind nicht alle mit Code. Bei mir sind alle mit Code, glaube ich, die meisten zumindest. Als insbesondere der Taschenrechner ist hier ein auf Bitbucket, nicht auf GitHub, weil Datei ist zu groß für GitHub. Ein Repo mit den entsprechenden Audiodateien und dem Code. Es gibt eine kleine Beispieldateien im Repo selbst. Und ich glaube, hier hat auch noch jemand was Schönes gemacht, die Geschichte vom verlorenen Schaf vertont. Da ist auch der Code, glaube ich, ja, auch da. Also es gibt ein paar Beispiele. Ja. Ich hatte gerade gehört, dass es irgendwie auch einen Stift gibt, der ähnlich funktioniert, aber nicht verraten. Richtig, das Konkurrenzprodukt oder eins der Konkurrenzprodukte davon ist der Ting-Stift. Also Ting. Der unterscheidet sich insofern, dass er etwas offener ist. Da gibt es nämlich verschiedene, also Produkte von verschiedenen Verlagen zu. Nicht nur von dem Ting-Hersteller. Bei Ravensburger ist es ein sehr geschlossenes System. Die Technik ist sehr ähnlich. Also die gleiche Codes, gleiche OIDs, Technik. Aber schon diese Mapping-Tabelle ist anders. Und das Dateiformat auf dem Stift ist auch anders. Es gibt allerdings für Ting inzwischen, ist auch verlinkt von den Sachen. Also alles zum Ting gibt, findet man auf dieser Webseite hier, die ist verlinkt vom GitHub-Repo aus. Und da hat kürzlich jemand gepostet, dass er ein... Genau. Da hat jemand sich um Ting gekümmert und auch irgendwie eine, also unabhängig von uns, hier eine... Ah, ist sogar noch größer geworden. Eine eigene Software geschrieben, die das auch löst. Quellcode ist doch freie Software? Ah ja, schön. Vermutlich hätte ich das Ganze nicht gemacht, wenn meine Neffen den Ting-Stift benutzt hätten, weil dann wäre es ein offenes System, wäre langweilig. Okay. In einer halben Stunde lade ich alle ein, zum Workshop-Raum zu kommen. Dann kann jeder mal selber damit rumspielen, der will, seine eigenen Sachen basteln. Wer Ideen mitbringt, ist gut. Das wollte ich noch sagen, aber jetzt gerne noch mal die restlichen Fragen, die noch da sind. Ja? Wisst ihr mehr über diese Maschine, die diesen Code ausführt, wie die gebaut ist, was das ist, ob man die irgendwie... Also die Hardware vom Stift? Nee, da ist ja die hat diesen komischen Art-Bytecode, ja. Mit $0 gleich. Wisst ihr mehr darüber, was das technisch ist, wie das funktioniert? Das wird ein Interpreter sein. Also es wird einfach ein Programm sein, was man... Also ich habe ja auch... Also mein Tool kann auch dieses Format sozusagen... abspielen. Also ich kann, ja genau, kann ich mal zeigen, ist auch nett.
Okay, Audio ist gerade wieder aus, oder? Du bist jetzt angemeldet. Tippe auf das Globusmännchen. Es ja, erklärt dir, wie ja, dieses Buch funktioniert. Ich kann nicht abbrechen mit dem Tool, aber ich kann es hier 1, 2, 3, 2, 9 eingeben. Und ich denke, da wird nichts anderes. Delfine sind in vielen Meeren der Erde zu Hause. Sie sind Meeressäuger. Ich denke, da wird nichts anderes auf dem Stift auch passieren. Das ist ein starker Prozessor, ein ARM-Prozessor. Da hat einfach jemand in vermutlich C++ oder so einen Interpreter für dieses Binärformat geschrieben. Sind das Bytecodes oder sind die länger? Das sind, das Codeformat ist für die Bedingungen, na, ich kann es mal nebenher aufmachen. Ich glaube, die Slots sind ja auch hier so, dass hier immer ein bisschen Platz ist zwischen Vorträgen. Also ich glaube, wir können einfach auch problemlos 5 Minuten noch die Fragen klären, die da sind. Die Abfragen haben immer die Form Operand, wobei das erste Byte angibt, ob es ein Register oder ein Immediate Value ist. Und dann 16-Bit entweder der Wert oder die Registernummer oder Variablename, könnte man sagen. Dann der Operator als 2-Byte. Und dann der zweite Operand wieder entweder als fester Wert oder als Register. Und dann haben wir hier ein paar Operatoren entschlüsselt. Die Befehle, die was machen, haben eine ähnliche Form, aber da ist der erste Operator immer ein Register. Manchmal ist er 0, wenn er ignoriert wird. Dann haben wir den Befehl und wieder wie oben den Typ vom zweiten Operator und den Wert. Und das ist da der Format. Und dann haben wir jetzt hier die ganzen Befehle, die wir haben. Also die wichtigsten Arithmetik-Operatoren, die wichtigsten Bit-Operatoren, verschiedene Play-Befehle, warum auch immer. Und ein paar komische Sachen. Und ein paar, die wir noch nicht verstehen. Gut, mehr Fragen? Habe ich mich selbst nicht so arg mit beschäftigt. Ich bin kein Hardware-Mensch. Aber es gibt ein Wiki hier, da haben andere Leute Sachen gesammelt. Gibt verschiedene Revisionen von dem Verstift mit verschiedenen viel Speicher. Manche muss man einschalten am USB, manche nicht einschalten. Ist das der? Gut. Das Ding. Hier nochmal genauer. Richtig. Also war alles nicht, Hardware ist nicht so ganz versteckenpferd. Ich habe das andere machen lassen. Deswegen im Zweifel auch auf der Mailingliste, wer mehr machen will. Gut, wenn dann alle weiteren Fragen, dann gerne nachher im Workshop. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.